Liebe Leute, jetzt ist FIFA sage ich, EAFC 24 auch offiziell erschienen. Wir können ohne zeitliche Limitierungen spielen und machen dann mal in der Saison weiter. Kurz vor dem Anpfiff des realen SC Paderborn spiele ich jetzt mal mit denen weiter, solange ich noch mit denen spielen kann. Das wird ja schon grenzwertig, wenn man gegen die ganzen starken Clubs ran muss. Gucken wir mal, wann ich auf den FC Bayern umsteige. Nur 9.500 Personen online ist ein bisschen wenig in meinen Augen für ein Spiel, was doch wahrscheinlich Hinz und Kunz heute gekauft haben oder schon seit letzter Woche spielen. So, gibt es hier Veränderungen, was die Werte angeht? Teammanagement, Strategien sind festgelegt, Teampositionen, Formationen, Taktiken, Anweisungen, wie du vor einer Partie bearbeiten kannst. Du kannst deine Strategie an das Spiel anpassen, zu gewünschten Strategien wechseln, ohne das Spiel zu pausieren. Passe deine Strategien in der Teamverwaltung an, indem du LT drückst und die Strategie auswählst, die du bearbeiten möchtest. Warum wird mir das jetzt erst angezeigt? Das hatte ich doch schon mal gesehen, oder? Oder Klaas, Natsch hat auch höhere Werte, Korda niedrigere. Der hat aber bisher eine gute Saison gespielt. 58 ist da ein bisschen wenig. Den Natsch. Nein, ich lasse die Bank so. Mich wundert es nur, dass die Verletzungen hier ignoriert werden. Dass ein Rohr, der schon seit Wochen nicht mehr spielt, hier in der Startformation steht. Anyway, wir brauchen nur noch 3 Punkte zum Aufstieg. Die wollen wir jetzt eintüten. Und ja, ich habe jetzt ja auch die ganzen Kniffe rund um die Steuerung besser drauf. Da kann man jetzt hier zu ganz neuen Ufern aufbrechen. Gucken, wie schnell wir hier einen Gegner finden. Da ist doch jemand gefunden worden. Ich hoffe, es ist mal ein Gegner auf Augenhöhe, nicht jetzt irgendwie Chelsea. Das Duell heute hat es in Nürnberg, das sich. ist doch Heute liegt es wunderbar für auf die Augenhöhe. Ja, Mannschaft. Dafür muss ein Sieg her. es Bleiben Sie gibt dran gleich genug jetzt. Zweitliga-Fans hier. Das ist doch wunderbar. Ein machbares Duell. Da können wir den Aufstieg klar machen. Hier nicht aufzusteigen ist ja eine Kunst. Wir brauchen einen Sieg aus 7 Spielen, da nicht Dieses Spiel verspricht eine aufzusteigen. Menge. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wird schwierig. Aber Ehrenzieher der Club natürlich seine ist mit Ehrenzieher Sicherheit ein Gegner. 40. Adrian FCN, ja, die tragen auch Mein ihre Name ist Herr Fuß. Vereinszugehörigkeit Neben mir ist im der Gamertag. Schauspieler Ich muss auch mal gucken, dass ich meinen Spieler, Gamertag jetzt den Sie bald mal heute auf durch dieses Spiel LTV oder erreichen. Lemon Cookie TV Heute sind ändere. wir zu Gast bei einem Spiel, Mein aus Nickname dem Klaus Saison Boba hier. Es ist noch in dem ein der Nickname vorzeitig Aufstieg aus gesichert werden muss. uralten Zeiten mit SC auch einer Paderborn gewissen gegen RFC Hintergrundgeschichte. Nürnberg. Sie bräuchten heute einen Sieg, dann Max wären Sie Kruse. vorzeitig aufgestiegen. Obermeier. Sie können es gar nicht So, mehr jetzt mal hier abwarten. direkt in Wollen Front gehen. loslegen. Sie wollen Ich zeigen, konnte gestern was nur Sie ein können. einziges Spiel machen und jetzt hier Den fast das Endstand zu 1 zu erzwingen. 0 durch Florent Muslia. Ungbo. Oh, der Wollen jetzt, tanzt bevor direkt hier die wild, aber Umstellung der Conte nimmt ihm den Paderborner Ball ab. Ich habe mir eingetütet diese ist. Steuerungsspielstile, die Sachen jetzt immer noch nicht Das näher ist die Aufstellung angeguckt. des ersten FC Nürnberg. Aber ein Schritt hier nach dem anderen, liebe Leute. So, weg, weg. Starkes Tackling Oh, hier. ich fühle mich in der Defensive langsam wohler. Das klappt immer besser. Kruse. Obermeier und zurück auf Kruse. Ah, festgelaufen. Was Paderborn Ja, der gleich war in nicht der mehr Realität ganz. gegen den Der FC ist ja auch Schalke die bewegen Abwehr kann, das hier ist immer umgeben. schwer einzuschätzen. Die haben ja gerade den Trainer rausgeschmissen, Schalke. Aber sie haben auch noch keinen Hört neuen. sich gleich Und da jetzt sehr gut. ist das 1 zu 0. Sie machen das Tor und das ist Conte mehr mal als ein wieder. Tor. Vielleicht sogar ein Sieg. Stand jetzt in die Stand jetzt der Aufstieg. Paderborner. Heimischen Arena. Ja, ich gehe gleich nicht ins Stadion, könnte ich auch mal wieder tun, aber im Moment ist es nicht so in meinem Stundenplan. Ja, selbstständig tätig. Deswegen auch nicht wundern, wenn ich mal zu wilden Zeiten noch online bin oder noch streame und manchmal auch erst spät Und aufwache. jetzt wird es Einwurf geben. Weil ich ja meinen Schlaf nicht streame, im Gegensatz zu manche Leute machen das ja scheinbar auf Twitch. Schindler. Aber Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses ich frühe habe etwas Pressing. abenteuerliche Tag- und Nachtzeiten hier. Und wir führen jetzt 1-0 hier gegen Nürnberg. Ja, ich gehe gleich nicht ins Stadion, aber mal gucken, was das gegen Schalke 04 so gibt. Man weiß nicht, ob die Auch jetzt außen ist Platz. besonders motiviert sind, weil der Trainer weg ist oder ob die Klasse besonders gemacht, verunsichert sind. verteidige. Das kann ja beides möglich sein, jetzt wo sie noch keinen neuen Trainer haben.
15. gegen den 16. Paderborn, auch wenn sie 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen geholt haben, muss eigentlich dringend punkten. Schalke wird das allerdings nicht viel anders gehen. Flugkopfball und der ist drin! Unglaubliches Ding. Krasses Ding. Conte, man sagt immer, der kann nur schnell laufen. Im Gegenteil, er kann auch einen Flugkopfball. Krasses Ding doch. Mein erster Flugkopfball, oder? Zumindest seit geraumer Zeit. Conte hier zweimal. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Er geht vorbei. Jetzt kommt die Flanke. Aber wir haben es ja gesehen in einem der letzten Spiele gegen Osnabrück. Da habe ich eine 3-0-Führung noch fast verzockt. Wir haben am Ende 3-2 gewonnen, aber es wurde noch eng. Wir haben ja auch noch knapp 70 Minuten auf der Uhr. 70 virtuelle Minuten. Na, jetzt habe ich gerade einmal auf den PC geguckt und da ist fast das 2-1. Jetzt kommt die Ecke. So. Noch stelle ich hier nicht irgendwie auf Konter oder so. Noch ist es zu früh. Das wäre der Aufstieg. Danach könnte man noch den Titel holen. Kind Zombie. Ah. Schön dazwischen gegangen. Kruse. Auch immer besser wird. Ich komme immer besser mit ihm klar. Aber hier und heute gegen Nürnberg klappt es noch nicht so. Ah, da ist er wieder am Ball, aber da ist der Ball auch schon wieder weg. Aber nein, er bleibt am Ball. Bundesliga. Abseits. Das war ein Abseits. Ich muss vielleicht darauf achten, dass ich im Kicker-Manager-Spiel noch kurz vorm Anpfiff die Aufstellung nochmal aktualisiere. Da habe ich letzte Woche viele Punkte liegen gelassen. So, Essequem. Ach, kommen wir nicht durch. Gut, wir haben jetzt gerade nicht den Druck, hier unbedingt das 3-0 direkt machen zu müssen. Erstmal verwalten. Wir sind dennoch deutlich mehr in der Offensive als der Gegner. Foul, der hat schon gelb. Sie bekommen den Freistoß. Oh, es ist ziemlich weit. 34 Meter, ich versuch's einfach mal. Das war nichts. Das war gar nichts. Sie können kontern. Noch ist es vielleicht zu früh, um hier solche Experimente zu wagen, aber der Gegner ist bisher nicht unbedingt hier direkt am 2-1 dran. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Sagte, ich sollte jetzt nicht beschwören, ich sollte es nicht beschwören. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Kruse. Grätsche. Ich denke, wir haben das Spiel hier total im Griff. Es sei denn, es gibt jetzt hier noch einen Anschlusstreffer vor dem Halbzeit-T. Schauen wir auf diese erste Spielhälfte. Da ist der Ball schon wieder weg beim Gegner. Bislang, im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Sie führen mit 2 Toren, sitzen ihr taktisches Konzept Bam. Ach, zwingen kommt ihnen nicht. Ihr Spiel auf und sie zum Mann die Flanken, obwohl die Flanke eben zum 2-0 war ja gut. Aber ansonsten habe ich sowas noch nicht oft geschafft. Überhaupt Kopfballtore sind eher eine Rarität. Wir haben jetzt ja auch nicht die größtgewachsene Mannschaft hier. Jetzt vor dem Halbzeitpfiff hier, was geht jetzt noch? Ein Tor von Nürnberg würde jetzt hier einiges auf den Kopf stellen, aber mich stört, dass die Startelf, die hier standardmäßig eingestellt ist, nicht so ganz der Realität entspricht. Der Hansen spielt ja zum Beispiel jede Woche, der hier nicht mal im Kader ist, aber wenn er noch so niedrige Werte hat, möchte ich ihn jetzt ja auch nicht künstlich aufstellen. Nur aus Prinzip. Und da ist fast das 3-0. Eine Szene haben wir hier noch vor dem Halbzeitpfiff. Jetzt die Ecke. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Ach, da muss mehr kommen. Das dürfte dann wohl der Halbzeit-T sein. Greif ab. Hallo. Abpfiff, Zeit ist rum. Hallo, ja. So, jetzt Pausenpfiff. Das war's. Läuft doch gut, läuft super. Kommt
T in der 10. und in der 18. Minute. T hier mit Abstand mit der besten Note. Ja, weniger Ballbesitz, deutlich weniger Ballbesitz, aber das zeigt einmal mehr, dass man sich davon nicht viel kaufen kann. 6:1 Torschussverhältnis. Gutes Spiel macht. Vorlage eben wieder auf Conte, aber das war zu hektisch. Darum mache ich hier Rabatz. So, machen wir das 3-0 als Vorentscheidung. Was passiert jetzt hier? Obermeier. Und wieder Conte und Athenia kann parieren. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Steht da 7:0, der Gegner hatte doch auch schon eine Torchance. Das Entscheidende, so dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Wurde der nicht als Torchance gewertet? Ja, noch ist zu früh, um hier wirklich einen Deckel auf die Partie zu machen. Das hat ja auch das Spiel, wie gesagt, gegen Osnabrück bewiesen. Aber wir haben hier deutlich die Hosen an, können hier den Aufstieg in Liga 8 offiziell machen. So, sollte eigentlich auf Obermeier gehen. Er geht dazwischen. Pass, Keeper. Pässe. Es sind nur 2 Tore, aber im Moment sind wir hier, glaube ich, näher am dritten als die am ersten. Vielversprechender Steilpass. Sagte ich und dann machte er Folgendes. Boah, Hut, fast das 2:1. Sie sind nicht chancenlos. Aber Yannick Hut ist auf derselbigen. So, Muslia rennt aus Versehen ins Aus. Ich glaube, ich könnte mal wechseln, um ein paar Impulse zu liefern. Ich bringe mal Bilbia für Essequem, Müller für Rohr und Klaas für Kleefisch. Noch ein bisschen offensiver ist vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, aber Angriff ist doch oft die beste Verteidigung. Das sieht man selten. Gleich 3 Wechsel auf einmal. Gar nicht erst es ermöglichen, dass hier das Spiel nochmal aufgemacht wird. Allerdings ist er jetzt durch. Hayashi und auch schon wieder Yannick Huth. Der rettet uns hier gerade die 2:0 Führung. Da hätte jetzt schon ein Tor fallen können, wenn nicht gar müssen. Aber Yannick Huth mit mehreren guten Paraden hat er auch in den letzten Spielen schon häufiger gezeigt. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier im Spiel bleiben. Geht mit Einwurf weiter. Klaas, deutlich offensiver als Kleefisch, der hier auch gewertet wurde. Ah, Fehlpass allerdings direkt. Nürnberg ist jetzt hier ein bisschen mit Oberwasser. Und auch Yannick Huth wird das nicht hier alleine machen können. So, jetzt muss er jetzt vielleicht hier die Chance nutzen. Conte. Jetzt ist der Platz da. Ein angeschnittenen Schuss. Kommt nicht schlecht, aber ich stelle mal auf Defensive, weil dem Gegner jetzt auch langsam die Zeit davonläuft. Und dann können wir uns vielleicht noch eher auf Konter umstellen. Wir haben ja hier etliche gute Konterspieler. Ich kann auch gleich noch zweimal wechseln. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten. Solange es 2 Tore Differenz sind, ist das ja relativ klar. Aber es beginnt ein bisschen zu wackeln. Boah, bis er in die Wolken schießt. Und ich wechsle dann nochmal zweimal. Conte geht mal auf rechts außen als Konterspieler und vorne mal den Platte als Brecher, der da ein paar Bälle festmachen kann. Dann bringen wir noch Schuster für Kinzombie. Ein Müh
defensiver. Warum ist das? Irgendwie bestätige ich das immer falsch. Warum ist der Platte jetzt rechts außen? Welche Taste muss ich drücken? Ist das jetzt richtig eingeloggt? Ich glaube, ich habe das Spiel ja dafür kritisiert, dass es das falsch gemacht hat. Ich glaube, ich habe es ein paar Mal falsch gemacht. Jetzt ist es auf jeden Fall richtig. Jetzt sieht es gut aus. Ich habe es allerdings immer noch nicht so ganz geschnallt. Jetzt nutzt Eddie erneute Pause auch, um hier nochmal irgendwas umzustellen. Noch ist das Spiel nicht entschieden. Es riecht allerdings nach Aufstieg. Ich bin gespannt, ob es auch taktische If you smell what the SCP is cooking. So, noch 20 Minuten. Conte auf Außen jetzt. Schuster. Kann er sicher auch nochmal ein paar Impulse bringen. Wir haben fünfmal gewechselt, können nicht mehr wechseln. Klaas, der ist noch frisch. Fußballerisch fein. Und jetzt der Ball im Aus. Allerdings Einwurf für Nürnberg. Ja, den Nürnbergern, wie gesagt, denen läuft die Zeit davon. Die müssen jetzt auch mal irgendwie was Zählbares auf die Kette kriegen, sonst bringt ihnen auch ihr leichter Rückenwind hier nichts. Der Ballverlust jetzt. Jetzt ist Conte hier ganz klar der Matchwinner. Jetzt kann er hier nochmal ein bisschen die Schiene, die rechte backern, belaufen, bespielen. Schleimer. Die Nürnberger haben klasse Namen, so Leute wie Schleimer. Nürnberger hatten sie doch auch mal in der Vergangenheit oder Handwerker oder sowas. Mal gute Namen hier. Klaas. Jetzt kann er hier mal seine Skills zeigen. Aber der ist ein Fehlpass, aber er hat den Ball schon wieder. Er blockt die Hereingabe. Auch der Ball wird geblockt. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ach. Guter Befreiungsschlag. So, dem Gegner läuft jetzt heute ultimativ die Zeit davon. Er hat noch 10 Minuten. Allzu viel Nachspielzeit wird es nicht geben. Wir haben noch 2 Tore Differenz und haben den Ball auch hier schon wieder. Müller ist hinten frisch. Viel zu dominant zu überlegen agiert. Ein bisschen den Klaas. Guter Block, aber und da ist das 3:0. Das ist die Entscheidung und das ist der Aufstieg. Ich lege mich fest. Max Kruse. Der Partygott, der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Fans sind aus dem Häuschen, weil wir in Liga 8 gehen. Bälle müssen noch besser werden, das ist klar. Das ist schon länger so. Der Klaas versucht es einfach mal. Oh. Aus der Distanz, das war knapp. Da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Gucken, ob wir es hier auch zu Null schaffen. Das schaffe ich ja auch nur selten. Da ist ja meist weg. Hinten ziemlich offen. Setzt sich klasse durch. Platte. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Es gibt nochmal einen Eckstoß. Dann laufen hier wohl die letzten Sekunden davon. Die Ecke kommt. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Die Ecken werden minimal besser, aber wirklich gefährlich ist das immer noch nicht. Die letzten 10 Sekunden laufen. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Gucken, ob der Gegner hier nochmal einen Ehrentreffer erzielen kann. Chancen hatte er auch, ein paar. Da hat Yannick Hut jeweils wunderbar pariert. Leute, jetzt nicht noch einen reinkriegen hier. Das wäre doch unnötig. Einen Kopf und da kann der Schuster den Ball gewinnen und das ist der Aufstieg in Liga 8. Yeah! Sie haben jetzt schon vielen Dank! Die Freude ist riesig und ich glaube, die können auch ja. Eine Klasse wunderbar. Durchaus einiges erreichen. Jetzt klingelt hier das Telefon. Die so, da rief gerade der Präsident an, um zum Aufstieg zu gratulieren. Ich sagte vielen Dank und hören Sie mir mal zu. Dann habe ich noch ein paar Standpunkte ausgetauscht. Und ja, gerade noch mein Kicker-Manager-Spiel geprüft. Wir sind aufgestiegen, wir können jetzt noch den Titel holen. Wir müssen von 6 Spielen nur 1 gewinnen. Das versuchen wir auch mal jetzt in diesem Video noch zu machen. Danach muss ich auch schnell weiter. Schalke gegen Paderborn gucken. Das könnte ein gutes Spiel werden. Interessante Aufstellung. Bei Paderborn spielt jetzt gleich Grimaldi und auch Klaas. Wir spielen jetzt hoffentlich gegen einen Gegner, den wir schlagen können. Jetzt heute, wo man hier quasi unbegrenzt spielen kann, werde ich natürlich auch wieder ein längeres Ultimate Team Video machen. Des Weiteren gibt es heute Anstoß 3. Gegebenenfalls zu einer anderen Uhrzeit werdet ihr sehen, wenn dieses Video raus ist.
werden die Startzeiten ja wahrscheinlich schon bereitstehen. Und ich werde ja auch nach wie vor jeden Tag mindestens ein Nicht-Fußballspiel machen. Wir spielen jetzt gegen Stockport County FC. Die kann ich gar nicht einordnen. Ist das eine untere englische Liga? Ich bin mit dem britischen Fußball nur sehr limitiert vertraut. Allerdings viele Briten, viele Engländer wohnen traditionell in Paderborn. Deswegen werden hier bestimmt auch viele Fans den Weg ins Stadion gefunden haben. Wir spielen zu Hause, weil das hier im Spiel mehr oder weniger irrelevant ist. Thomas, so und so ist hier unser Gegner. Und wir wollen hier den Titel eintüten. Ich meine, die Grenzen, die man hier erfüllen oder erreichen muss, um aufzusteigen und den Titel zu holen, die sind ja relativ niedrig. Man kann wissen, wie da die Prozentsätze sind. Aber ja, es gibt da mit Sicherheit auch Anfänger, zu denen ich ja nicht mehr so 100% zähle. Bin jetzt auch groß geworden hier bei EAFC. So, Schuss aufs Tor. Kein Problem für Yannick Huth. Max Kruse, der auch immer häufiger an Toren beteiligt ist. King Zombie als Mittelstürmer geht voll auf. Es scheint ein PC-Nutzer zu sein hier. Boah, wenn er da ein bisschen mit mehr Schmackes geschossen hätte, hätte es die Führung sein können. So, jetzt hier ein Auftakt. Es wirkt auch direkt wie ein Gegner, der stärker ist. Der mich hier direkt unter Druck setzt. Jetzt allerdings Max Kruse. Einfach mal versuchen, aber gut, das klappt nicht. Und Kin Zombie hat immer einen guten Schuss und das war auch ein Schuss wie ein Strich. Ja, da war er zur Stelle, sehr gut hingeächtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Oder sind die Köpfe miteinander kollidiert? Obermeier ist hier hinten zum Absichern. Der kann schon was, der kann schon was, der ist da nämlich durch und oh, Yannick Huth. Das hätte das 1-0 sein können. Also es ist schon ein munterer Auftakt hier, viele Torchancen größtenteils für den Gegner hier in den ersten 12 Minuten. Ja, ich bekomme doch, muss doch mal unbedingt mal wieder ins Paderborner Stadion gehen. Jetzt, wo das hier auch so realistisch aussieht im Spiel, kommt man ein bisschen Sehnsucht. Aber im Moment gehe ich nicht so oft ins Stadion. Kruse. Aber ich gucke es natürlich gleich bei Sky. Conte. Eckball. Ecke ins Zentrum. Kommt keiner dran, aber Kin Zombie mit dem Abklatscher und der hat immer gute Schüsse. Auch der war gefährlich. Also wir nähern uns ja auch dem Führungstreffer an. Die Ecken sind nach wie vor nicht gut. Wenn sie nicht immer, nicht mehr alle nur stumpf auf den Torhüter gehen. So, jetzt haben Barry gegen Rohr. Unwiderstehliches Dribbling. Aber der kommt nicht an. Ich glaube, wir haben jetzt zunehmend Oberwasser. Gucken, was wir raus machen können. Oh, was war das denn bitte, Sequem? Ich bin ja eigentlich schuld, aber ich bin auch eigentlich Schulz. Aber na, so jetzt. Ach, Kin Zombie. Kin Zombie. Chance zur Führung. Unglaublich wichtiges Tor. Wir sehen das 1-0. Es hatte sich angedeutet. Es wäre der Titel. Ja, Frank, da hast du recht. Mal wieder Selord Conte. Vom Leichtathleten zum Torjäger hier. Wie könnte man es etwas provokant formulieren? Ah, der Pass kommt nicht an. Der Gegner hat auch durchaus mit dem 1-0 hier geliebäugelt. Oh, weg, weg. Der schießt viel zu früh, der hätte noch gehen können. Aber wir sehen, es bleibt eine enge Partie. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Wenn ein paar Spieler auch mal die Grätsch-Taste benutzen. Ich habe es mir selber auch genauso abgewöhnt wie die meisten. Was ja eigentlich nicht sehr der Realität entspricht. Da jetzt ist der Madden hier. Madden NFL. Der Glatzkopf hier. Und da ist Obermeier dazwischen. Das ist gut gemacht. Auch mal ein männlicher Schiedsrichter. Wir haben hier meistens Vibesvolk an der Pfeife. So, Raphael Obermeier. Halbe Stunde gespielt.
Können wir nachlegen. Der hat auch schon mal aus dem spitzen Winkel getroffen. Ich versuch's lieber mit dem Querpass und Conte. Und dann zu sehr auf den Mann geschossen. Hinschliff kann parieren. Aber wir sind jetzt doch die bessere Mannschaft, möchte ich mal behaupten. Max Kruse. Nicht der schnellste, aber immer noch ein feiner Fuß. Der Rebound landet irgendwie bei Muslia und er haut den an Pfosten. Kurios. Zustande gekommen, das wäre fast das 2:0 gewesen. Der Alu-Treffer. 10 Minuten noch hier im ersten Durchgang. Aber wir spielen jetzt doch besser. Muslia, der trifft selten, aber hat immer auch gute Chancen. Obermeier, Kruse. Ein Ballverlust jagt den anderen. Ich weiß ja nicht, wie stark die gegnerische Mannschaft ist, aber wahrscheinlich vergleichbar stark, würde ich mal behaupten. In England ist das Niveau ja eigentlich einen Tacken höher als bei uns. Und er rennt einfach mal ins Aus, kann man mal machen. Gegen die babyblauen Gegner hier oder Hustenbonbonblauen, wie soll man sie bezeichnen? Ein 2:0 wäre doch gut, dann wären wir hier auch endlich durch mit Liga 9. Was heißt endlich? So lange sind wir noch gar nicht hier eigentlich. Und Muslia. Da habe ich die die Anschneid-Taste gedrückt und es kam aber irgendwie ein ganz komischer, ganz hoher, verzogener Schuss bei raus. Er wechselt schon in der ersten Hälfte. War der Rydal verletzt oder will er ihn hier öffentlich anzählen? Kurz vor dem Halbzeitpfiff wechseln ist ja schon etwas Demontage. Kriegen wir hier die Führung in die Kabine. Es sieht aber zunehmend gut aus, weil auch die Defensive sicherer wird. Und Conte, der Ball ist weg. Aber der Ball ist wieder da. Und der Ball ist wieder weg. Zeit läuft runter, es wird nicht viel Nachspielzeit geben. Eine Minute. Dann dürften wir die Führung auch mit in die Pause nehmen. Das ist der Halbzeitpfiff. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also. In diese Kin Zombie mit der besten Note hinter Hut, Conte und Kruse. Wir haben deutlich weniger Ballbesitz mal wieder. Eigentlich gar nicht so typisch für Paderborn. Mehr Torschüsse, aber deutlich 9:4. Mehr abgefangene Bälle, mehr Eckbälle. Können wir den Titel holen? Hallo, der hat schon gelb. Der Pass sollte eigentlich auf Issequem gehen und da ist er doch am Ball. Ist er doch irgendwie an den Ball gekommen. Kin Zombie, der gefällt mir hier im Spiel besser als in der Realität. Da hat er bisher noch nicht so die ganz großen Ideen gehabt. Ist auch heute, glaube ich, noch nicht mal im Kader. Zumindest nicht in der Startformation. Wir spielen gleich wieder mit Platte und Grimaldi. Die beiden Brecher vorne drin. Der Grimaldi ist bei mir gar nicht im Kader. Kicker-Manager-Spiel habe ich ihn aber aufgestellt, weil er letzte Woche getroffen hat, wo ich ihn gar nicht aufgestellt hatte. Das war besonders ärgerlich. Der Rohr ist nach wie vor verletzt oder Trainingsrückstand. So, ein Zombie. Wunderbar auf Obermeier. Flanken kommen nicht so gut. Schickes Torwarttrikot hier, knallpink. Gefällt mir. So, wir brauchen hier 3 Punkte. Das ist ein knappes Spiel ohne allzu viele Tore. Schaffen wir es hier, dass erneut die Null hält? Dann wären wir hier noch die Defensivkönige. Und sich natürlich auch viel beim Torwart bedanken muss. Ich möchte es jetzt nicht beschwören. Könnte der Ausgleich gewinnen. Aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Körper im Weg. Jetzt kommt hier der Wechsel. Kommt schon wieder Wechsel. Die Nummer 10 kommt. Er geht in den Strafraum. Mal, dass es ein Offensivspieler ist. Bin ich jetzt nicht. Oh ja.
Der Schuss auch direkt auf den Mann. Der Abwurf war nicht gut. So, jetzt Gefisch Kruse. Können wir jetzt hier den Konter setzen. Kruse. Nicht der schnellste nach wie vor, aber guter Pass und der schießt vorbei. Das hätte das 2:0 sein müssen. Kann es nicht sein. Das war, hätte die Vorentscheidung vielleicht sein können. Ja, wobei, für eine Vorentscheidung ist es noch zu früh. Isekwem. Ah, könnte auch mal wechseln. Ich glaube, ich warte aber noch ein paar Minuten. Es läuft ja eigentlich gerade ganz gut. So, Isekwem. Ah, jetzt hat er nicht ideal angenommen. Flanke ist... Ah, es war nicht so ungefährlich, aber hätte auch gefährlicher sein können. Au, dummer Fehlpass von Rohr. Oh, 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 oh. Kann er das jetzt hier ausnutzen? Auch gut geblockt. Ein gewissen Risiko natürlich. Aber jetzt hier die Chance zum Konter. Und das ist eine Sache für... Ah, ist der Ball wieder weg. Scheiße. Da war wohl ein Foul. Hat er schon gelb? Er kriegt jetzt gelb. Kyle Knoll. So, ich wechsle dann mal, bevor hier irgendwie das Momentum kippt. Ich bringe mal Müller für Rohr wieder. Klaas für Kin Zombie. Bilbia, der ist eigentlich jetzt nicht so der typische linke Mittelfeldspieler. Vielleicht bringe ihn aber trotzdem mal. Komm, ich wechsle jetzt direkt 5-mal. Da kommt noch Schuster. Und Platte kommt mal wieder. Und Conte. Ich will Conte drin lassen. Conte soll für Obermeier spielen. So. Ist das jetzt wieder richtig eingeloggt oder wieder falsch? Nein, so passt es. 5-mal gewechselt. Können wir hier den Titel eintüten? Ich muss mich jetzt auch beeilen. Gleich beginnt das echte Spiel. Das Spiel hier läuft doch ganz gut flüssig. Das ist, oh, was? Fast ein ganz dummer Fehlpass hier direkt von Schuster, aber abgewehrt Hoffmeier. Da ist ein Gegner verletzt. Man wechselt der Engländer nicht aus. Gut verteidigt. Es ist noch nicht mal die 70. Minute, also ich möchte hier nicht unbedingt nachsitzen in Liga 7. Die Titel sind mir eigentlich hier nicht so wichtig, vor allem in den unteren Ligen. Aber ich würde jetzt gern in Liga 8 gehen. So, das ist für mich hier die größere Motivation, nicht noch ein weiteres Spiel in Liga 9 bestreiten zu müssen. Es war ja ganz schön hier, aber wir wollen jetzt weiterziehen. Conte, jetzt auf Außen mal wieder. Ah. 1-0. Ich stelle mal auf defensiv. Das war nur eine Eintorsführung. Aber vielleicht schaffen wir es wie im letzten Spiel, dass sie 0 hält. Das wäre es doch, wenn wir jetzt hier die neuen Defensivkönige werden. Natürlich auch immer ein Stück weit mit der Qualität des Gegners zu tun. Das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Da ist der Ball wieder weg. Oh, 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 Hoffmeier, kannst du das noch? Oh, oh, oh. Kannst du das noch klären? Und er macht ein Tänzchen zu viel, ja. Ob der Dreher jetzt nötig war, wenn er das. Und der Abschlag ist auch schlecht, aber wenn er. Hätte er das 1-1 machen müssen. Er wollte ein Tänzchen zu viel wagen. Das war, glaube ich, unangemessen. Vielleicht ist für ihn ja auch schon alles entschieden in der Saison. Vielleicht, also bezüglich Aufstieg oder Klassenerhalt oder was auch immer sein Ziel ist. Ja, und das ist auch ein sinnbildlicher Pass. Und ja, oder er wollte einfach, er dachte, das wäre eine gute Idee, da diese Drehung zu machen. So, jetzt machen wir hier das 2:0 und dann können wir den Titel feiern. Das ist dann wohl der Titelgewinn. Er will nochmal eine Pause anmelden, er will vielleicht nochmal irgendwas wagen. Klaas mit dem 2:0. Hätte er den Keeper nicht rausholen sollen, glaube ich. Er will nochmal wechseln, 10 Minuten sind noch. Wenn die Heide brennt, war's Lemon Cookie. Mach Hindemann. Die
typischen Querpass-Tor. Das ist das Stadion von außen. Das sieht nicht so ganz echt aus. Ist doch eine Schiedsrichterin, habe ich jetzt eben gesagt, es wäre ein Mann. Wenn ich das gesagt habe, dann tut es mir leid. Oder war das im letzten Spiel? Das war, glaube ich, im letzten Spiel. Warum will er jetzt nochmal wechseln? Will er mich jetzt hier so lange nerven, dass ich noch quitte? Ist doch auch. Braucht er jetzt hier 50 Sekunden? Warum das Spiel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gelaufen? Warum muss er jetzt hier noch so endlos lange wechseln? Will mir noch einen mitgeben. Ja. Dann gebe ich ihm vielleicht auch noch einen mit. Und dann quittet er, es ist auch unsportlich. Kein. Ach doch, das ist der Aufstieg. Aufstieg in Liga 8, dann haben wir doch den Aufstieg geholt. Jetzt in Liga 8 brauchen wir 12 Punkte zum Aufstieg, 15 zum Titel, 8 zum Klassenerhalt. Das ist aber, glaube ich, gut zu schaffen. Pokalspiele könnte man auch absolvieren. Kann man hier an allen? Nee, wir können nur am EA Shield teilnehmen oder Länderspielpokal der Frauen. Ist das dann ein reiner Frauencup? Wahrscheinlich. Ja. Es läuft gut, wir sind in Liga 8. Beim nächsten Mal geht's da weiter. Tschüss und bis bald, wenn euch das gefallen hat. Abonniert den Kanal, das wäre sehr wichtig. Vielen Dank.